Reisen bedeutet für mich, neue Orte zu erkunden, mit Neugierde und Offenheit, unterwegs sein, in Bewegung sein, äußerlich, aber auch innerlich. Ich bin Mutter, die Kinder sind erwachsen und tragen die Verantwortung für sich selber. Jetzt ist die Gelegenheit, um eine lange Reise zu machen. Die Liebe zum Reisen habe ich von meinen Eltern gelernt. Und in mir war und ist immer ein bisschen Fernweh und der Drang nach Bewegung und Veränderung. Also ich reise gemeinsam mit George. Ich fühle mich sicherer in Gesellschaft von Menschen, denen ich vertraue. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, längere Zeit von George getrennt zu sein. Als wir endgültig aufgebrochen sind auf unsere große Reise, das war ein emotionaler Moment. Ich bin über 50 Jahre alt und habe viel erlebt und reflektiert. Ich glaube, mein Charakter ist gefestigt. Meine Sicht, dass alle großen und kleinen Entscheidungen, die wir treffen, unser eigenes und das Leben anderer in Zukunft beeinflussen, ist mir deutlicher bewusst geworden. Alle Menschen auf der Welt stehen irgendwie in Verbindung. Zeit haben und selber jeden Tag bestimmen können. Wenn ich weiß, morgen geht's weiter, dann ist in mir eine kribbelige Vorfreude. Also ein Leben ohne zu verreisen und ohne in Bewegung zu sein, das wäre für mich schon sehr schwer zu akzeptieren. Das weiß ich nicht. Ich bemühe mich, im jetzigen Moment zu leben. Es ist toll, dass die Familie, Freunde und andere Interessierte immer sehen können, wo man gerade ist. Auch für später ist es schön, seine eigene Reise nochmal zu verfolgen und die Erlebnisse Revue passieren zu lassen.